Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 16. Wir sind hier mit unserem treuen Gefährten in den Bocklatmärkten angekommen. Und er steht hier und will mit uns alles erkunden. Der treue Gefährte, ist er eigentlich eine Frau oder ein Mann? Ist es ein Mann, oder? Ja, er hat einen Schnurrbart, definitiv. Ich fand's gerade witzig, ich habe hier geladen und stand einfach so direkt neben dem zu Hause, als erkunden wir jetzt zusammen die Bocklatmärkte. Hier gibt's keine Kristalle. Wir müssen weiter. Das Kristalldominium ist. Hier sollen wir auf Götz warten, oder? Richtig. Götz, der hat sich so gefreut. Sobald er mit allem fertig ist. Träger zu mieten. Beste Leistung zum besten Preis. Andere wollen euch eure Waren wegnehmen. Ich nehme sie nur mit. Was meinst du? Ich hab's selber in Chocobo. Chocobo, die Niagara-Fälle. Die sind echt voll Niagara. Wo ich nie da war. Am Niagara. Hier ist doch ein Kristall. Der hat gelogen, oder was? Der zaubert hier eine. Ja gut, das ist nur ein großer Brunnenkristall. Wahrscheinlich gibt es keine zu kaufen. Die wollten sich hier eindecken. Alle wollen nur Kristalle. Ich laufe hier mal ein bisschen zickzack. Wegen Kistengefahr. Es könnte hier irgendwo eine Kiste sein. Die ich mir natürlich reinziehen will. Ich muss schleunigst zum Dominium. Verdammte rote Karawane schnappen sich immer die besten Kunden. Lasst uns auch noch was übrig. Die rote Karawane. Das ist voll groß hier. Die Brüder haben wieder zugeschlagen. Schon gehört? Ja. Ah, einen Soldaten wie dich sollten wir wohl besser vorwarnen. Wenn du drüben an der Letnikluft jemals zwei Brüdern begegnen solltest, dann schenk ihnen auf keinen Fall Gehör. Und warum nicht? Weil gegen diese beiden falschen Schlangen selbst dreckige Diebe und Meuchelmörder die reinsten Musterbürger sind. Diese Schurken freunden sich mit fahrenden Händlern an, die zum ersten Mal hier in der Gegend sind, und treiben sie gezielt irgendwelchen Banditen in die Arme. Und wenn der Händler dann tot ist und die Räuber wie die Geier über seine Waren herfallen, ziehen die Brüder sich einen ahnungslosen Krieger an Land. Ach, die zwei. Er bringt die Banditen dann zur Strecke, in dem festen Glauben, dass er eine gute Tat vollbringt. Und wenn er fertig ist, kommen die beiden anspaziert und plündern sowohl den toten Händler als auch die Banditen aus. Ach, unfassbar, dass das immer wieder funktioniert. Man sollte meinen, dass uns hier in der Gegend irgendwann die Banditen ausgehen. So nah an Bocklat? Schön wär's. Stimmt auch wieder. Jedenfalls, mach lieber einen Bogen um die, wenn du sie siehst. Oder noch besser, brat ihnen gleich eins über. Ach, das hätte ich wohl besser getan. Danke für die Warnung. Ja, gerückt. Ich hab denen schon nicht getraut, die waren so, die waren verdächtig, das waren auf jeden Fall verdächtige Personen, die zwei Brüder, mit denen hat irgendwas nicht gestimmt. Aber ich hab ein bisschen Geld gekriegt, also war's okay für mich. Notenrolle, Sand and Stone. Oh, noch eine Kiste, jetzt geht's aber rund hier. Reißzahn. Bei Reißzahn muss ich immer an Baki denken irgendwie. Da war immer, da hieß es immer, der Name kann in zwei verschiedenen Sprachen gelesen werden. Es bedeutet Kralle und Reißzahn. Oder so. Ich meine, es war Kralle und Reißzahn oder Baki, dass man das so verschieden lesen kann. Ich benötige die Dienste der Aber bald werde ich es genau wissen, denn ich lerne gerade Japanisch. Ich habe angefangen mit so einer App Japanisch zu lernen und das ist voll cool irgendwie. Ich kann jetzt schon Hiragana und ein paar Katagana. Katakana so. Das ist echt geil. Das freut mich mega. Wollte ich schon immer mal lernen, aber irgendwie habe ich mich immer ein bisschen gesträubt davor, weil ich gedacht habe, boah, das ist voll anstrengend. Geh mir aus den Augen!
Ich brauche keine Trägerin, die nicht mal mehr den Herd. Lass mich. Ist es natürlich auch, aber es ist faszinierend, wenn man dann schon so ein bisschen kann und mit so Apps ist es extrem. Dings, es macht sau Bock. Ich find's Wahnsinn. Ich kann jetzt ein bisschen lesen schon. Man kennt einige Worte. Im halben Jahr habe ich es dann drauf. Dann mache ich so japanische Folgen. Wunder aus Übersee. Kommt und schaut. Schaut und staunt. Mein Herr, wie wäre es mit einem... Wie wäre es mit einem... Wie viel? Für einen mickrigen Kantenbrot? Günstiger findest du es nicht mehr heutzutage. Kannst dich gern davon überzeugen. Das Kristalldominium wird weiterhin ohne jegliche rechtliche Grundlage von Sanbrek besetzt gehalten. Für sämtliche Grenzübertritte nach Dichasia ist eine offizielle Genehmigung der dalmekischen Armee zwingend erforderlich. Wer Einlass begehrt, soll sich hier anstellen und alle nötigen Papiere zur Überprüfung bereithalten. Anscheinend wollen noch mehr Leute schnell weg von hier. Und alle werden kontrolliert. Aber es ist dringend. Das interessiert mich doch nicht. Noch neben vorbeigehen werden ohne einen Pass. Lass uns nach Götz suchen, gehen wir. Ich habe doch Excalibur dabei, damit kann ich mir doch einen Weg bahnen. Er müsste hier ja irgendwo sein. Götzend. Aber lausarige Säcke. Wer ist überhaupt jetzt die dalmekische Armee, wenn der Hugo tot ist? Ja gut, obwohl die haben ja diese Minister ich gehabt, die haben jetzt gemacht. Nehmen. Eine exzellente Wahl, Milord. Oh, den großen Teller. Götzi! Ah, Götz, da bist du ja. Clive, es tut mir so leid. Bitte erzähl Tante nichts. Ganz ruhig, Götz. Was ist denn überhaupt los? Mein Händlerpass. Er ist weg. Ohne können wir nicht mal mit der Karawane mit. Wir kommen ja nicht mal an den blöden Grenzposten vorbei. Wann hast du ihn denn das letzte Mal gesehen? Gerade eben war er noch in meiner Tasche und dann kam ein Junge angerannt und... Hey! Denkst du, der hat ihn vielleicht geklaut? Würde mich nicht wundern. So ein belebter Markt ist eine Einladung für Taschendiebe. Also müssen wir als erstes diesen Jungen finden. Wo sollen wir denn da anfangen? Ich weiß wo! Ich kenne hier in Boklad eine, die uns helfen könnte. Sie weiß einfach über alles Bescheid, was hier so passiert. Wo finden wir sie? Ihr gehört die rote Karawane. Ist nicht weit. Auf dem Schild ist ein roter Chocobo. Keine Zeit zu verlieren. Geht ihr schon mal vor. Ich guck lieber nach, ob mir nicht noch mehr von meinen Sachen fehlen. Mach das. Wir sehen uns dort. Der rote Chocobo. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie das Bedürfnis, euch zu erzählen, dass ich heute Haferbrei gegessen habe. Ich dachte, das wäre eine sehr spannende Information. Ja, das feinste Haferbrei. Heute ein bisschen Elend mit Wasser, ohne Milch. Denn dann ist der basische Wert besser. Wir haben dieses Basel. Wir haben uns irgendwann mal so einen Basenratgeber gekauft. Nico und ich. Und da haben wir so reingeguckt. Und da steht so drin, welche Lebensmittel so basisch und sauer sind. Und da stand so drin, dass ein saurer Körper Brauch ganz schlecht ist. Kutsche? Also, habe ich mit Wasser 10 Millionen gemacht. Für einen Zweispänner ins Kristalldominium. Nicht verhandelbar. Oh, darum geht es nicht. Dann einen schönen Tag. Warte! Geh noch nicht, ey! Die gehören zu mir. Götz hat eine Freundin? Das ist doch nicht zu fassen. Götz! Was machst du denn hier in Boklad? Wolf. Du bist wohl nicht im Auftrag von Charon hier. Na, nicht direkt. Erzähl schon, in was für Schwierigkeiten steckst du dieses Mal? Mein Händlerpass wurde geklaut. Von einem Kind. Und das dir? Dabei bist du so groß wie ein Morbol. Also wirklich.
Götz sagte, du kennst dich auf den Märkten aus. Hast du vielleicht eine Vermutung, welches Kind das getan hat? Wir wollen niemanden bestrafen, aber wir brauchen den Pass. Danach ziehen wir sofort weiter. Verstehe. Ihr beide habt also auch keinen Händlerpass dabei. Als Händler geht ihr sowieso nicht durch. Aber deswegen seid ihr ja zu mir gekommen, richtig? Also, ich bin nicht sicher, wer euren Pass hat. Aber ich kann mir denken, warum er gestohlen wurde. Lasst mich erklären. Ja, weil jeder einen Pass will, um drüber zu kommen. Oder? Sie hat es mir nicht erklärt. Erklärt sie es mir hier? Ah, Eloise. Oder Eloire? El hat er sie nur gesandt. Die Besitzerin der roten Karawane eines Lieferdienstes in Bocklert. Dank ihres ausgeprägten Geschäftssinns gelangt es ihr, aus dem Nichts ein Geschäft mit exzellentem Ruf aufzubauen. Bocklert. Eine belebte Marktstadt an der Nordküste Dalmekias, nicht weit von der Stelle, wo die Straße von Ota in die Tiefen von Dzmekis mündet. Hier versuchen Händler aus ganz Valestea, ihre Ware lauthals an zahlungswillige Käufer zu bringen. Die vielen aneinandergereihten Stände haben diesem Ort auch den Namen Tausend Tische eingebracht. Das Tor am hinteren Ende der Stadt führt auf den Kristallpass und somit hinaus aus der Republik. Als Grenzposten ist es daher schwer bewacht. Die Inseln von Ark. Wo sieht man die Inseln? Die Inselgruppe, auf der das Kristalldominium liegt, sie wurde zum großen Teil künstlich auf alten Ruinen erschaffen. Um das Zentrum mit dem Regierungssitz liegen die Wohngebiete. Dahinter finden sich die Armenviertel, in denen Geflüchtete aus unterschiedlichen Ecken Valestias Zuflucht gefunden haben. Der glänzende Turm im Mittelpunkt ist das Hauptstück einer gefallenen Ruine, die einen imposanten Kristall beherbergt. Das Kristallpad. Ein militärischer Konflikt zwischen dem Kaiserreich Sanbrek und der Republik Dalmekia im Jahre 878, ausgelöst durch die sanbrekische Besetzung Dichasias, der Hauptstadt des Kristalldominiums. Als die Republik Dalmekia sich nach einigem Zögern zum Handeln entschloss, zeichnete sich schnell ab, dass sie der Übermacht Sanbreks nicht gewachsen war. Die Zerstörung von Drachenfang durch Sid den Geächteten und das darauffolgende Chaos innerhalb ihrer eigenen Grenzen zwang die Dalmeker schließlich zum Rückzug. Zugeschrieben wurde dieser Erfolg Olivier Lesange, dem zweitgeborenen Sohn des heiligen Kaisers, der daraufhin zum Thronerben Sanbreks erklärt wurde. Olivier, ja Olivier, gar nichts. Seitdem das Heer das Dominium belagert, wird sehr genau darauf geachtet, dass der Handelsverkehr dem Feind nicht mehr zugute kommt als uns selbst. Das ist der Grund dafür, warum Händlerpässe, die die Reise früher nur etwas einfacher gemacht hatten, jetzt für alle Grenzübertritte zwingend notwendig sind. Und da man sie nicht so leicht bekommt, sind sie jetzt heiß begehrt. So sehr, dass einige Leute auch zu illegalen Methoden greifen. Also stehlen Kinder diese Pässe, um sie unter der Hand zu verkaufen? Ja und nein. Die Pässe sind auf die Namen der Besitzer ausgestellt. Aber bisher ist nicht ein Name eines Bestohlenen in der Liste der Grenzüberquerer aufgetaucht. Das heißt? Dass irgendjemand die Namen in den Pässen ändert. Dieser Unbekannte hat auch die Kinder zu den Diebstählen angestiftet. Und dieserjenige ist jetzt wahrscheinlich auch in Besitz von Götz Pass. Eins ist sicher. Hier werden die Existenzen redlicher Händler zerstört. Deswegen haben wir beschlossen, uns zu wehren. Helft ihr uns dabei? Ihr wollt euren Pass zurück. Und wir wollen, dass nicht noch mehr gestohlen werden. Nimmt die wahren Übeltäter und schlagt dabei gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Sag mal, gibt es einen anderen Weg ins Dominium zu kommen, Götz? Nein, außer mit der Karawane kommt ihr nicht rein.
Ansonsten weiß nicht. Vielleicht könnt ihr rüberschwimmen? Aber die Wachen erwischen euch garantiert, wenn ihr sowas versucht. Genau das, was wir nicht wollen, oder? Also entweder wir finden die Drahtzieher, oder wir kommen nicht ins Dominium hinein. Na gut. Wir helfen. Herzlichen Dank. Ich sollte mich vorstellen. Eloise, sehr erfreut. Eloise. Auf gute Zusammenarbeit, Clive. Krieg ich hier Abzeichen? Siegel erhalten. Du hast den roten Zirkel von Eloise erhalten. Der Tischlermeister am Stand im Zentrum des Marktplatzes organisiert die Suche. Trag das, dann gibt er euch Auskunft. Ich schlage vor, dass ihr zuerst mit ihm sprecht. Der Tischler also. Verstanden. Ich habe schon so viele Siegel. Eigentlich müsste er so den Umhang so wie so eine Jacke so aufklappen. Und dann wie so ein Sonnenbrillenverkäufer, dass die ganzen Siegel so drin sind. Hey. Psst. Was brauchst du? Diesseits der Meerenge wirst du keine bessere Auswahl finden. Meteorstein. Notenrolle Betrayal. Boah, ich habe keinen Supertrank mehr. Wehr mich bald wieder. Das heißt, ich muss über den Jordan gehen eigentlich. Sprich mit dem Tischler. Und ich bring noch mit dem Tischler und frage ihn mal, ob er was weiß. Mr. Tischlerman hat er Schuhe an. Sonst hätte ich nicht mit ihm geredet. Auf der Suche nach etwas Bestimmtem? Oh, Eloise hat dich auch am Kragen. Dann hat sie dich wohl geschickt. Sie sagte, du leitest die Suche nach den Dieben. Geht's voran? Also, sie scheinen immer Händler mit viel Gepäck zu bestehlen. Macht das Aufpassen schwerer. Und die Opfer können sie nicht verfolgen, falls sie auffliegen. Spielt aber auch keine Rolle. Diese Knirpse kennen hier wirklich jede Ecke und sind immer sofort weg. Götz muss ein wahres Bilderbuchopfer gewesen sein. Die Fischhändlerin am Tor versucht auch schon seit längerem, diese Kinder zu finden. Redet doch mal mit ihr. Danke. Die Fischhändlerin. Die kann den Kindern doch eine Fischschelle geben. Saftige Birnen. Kennt eine noch Fist of Zen? Die Fischschelle. Die hat mich immer sehr amüsiert. Komm doch mit mir ins Dominium. Da lässt es sich noch gut leben. Guck mal, ob noch eine Kiste da ist. Fisch gesellig! Frisch, gesalzen, geräuchert! Wie wär's mit... Ah, Moment. Ihr kommt von Eloise, oder? Sie will, dass wir ihr helfen. Euch helfen, die Diebe zu finden. So ist das. Dann sag ich euch wohl besser, was ich weiß. Ganz sicher ist das kein Familienclan. Alle Kinder, die gesehen wurden, waren schmutzig und trugen Lumpen. Mit anderen Worten, Straßenkinder. Davon haben wir hier viele. Etwa Kriegsweisen? Einige vielleicht. Sicher habt ihr all die Flüchtenden am Tor gesehen? Sie alle hoffen auf einen Neubeginn im Kristalldominium. Manche nutzen jetzt auch diese Gelegenheit, um etwas unnötigen Ballast abzuwerfen. Eine echte Schande. Die Hintermänner müssen sich den Kindern irgendwann einmal zu erkennen gegeben haben. Hören wir uns um. Fangt am besten mit den Kindern hier an. Die haben wahrscheinlich nichts damit zu tun, aber vielleicht wissen sie etwas. Dann versuchen wir es. Na gut, dann fragen wir die Kinder. Kann ja nicht so schwer sein. Denk an die Kinder. Wie wär's mit ein paar Pfirsichen? Ja, die spielen doch alle miteinander, die kennen sich doch dann. Entschuldige, darf ich dir eine Frage stellen? Na, wenn's sein muss. Ich wollte nur wissen, ob dich nicht vielleicht ein paar Männer um etwas Seltsames gebeten haben. Erwachsene wollen nichts von uns, außer dass wir die Klappe halten und uns wegscheren. Also rate mal, was ich jetzt von dir will. Verzeih. Ich bin schon weg. Er hat sie hart gedisst.
lasst mich in Ruhe. Gleich musst du einfach den Homeboy machen. Wie wär's mit einem Bart. Und ihn zu würgen. Oh, du Kleine. Ich werde den Da wird er schon was sagen. Außerdem müssen Kinder doch Angst vor dem Clive haben, oder? Er sieht fies aus. Weil er auch wie ein Hero aussieht. Hast du etwas Zeit? Was willst du? Ich will wissen, wer Kinder wie dich zum Taschendiebstahl anstiftet. Gibt denn einfach Geld den Kindern? Weiß nicht. Mich hat keiner gefragt. Was ist Taschendiebstahl? Kriegt man da Gil? Nein, man kriegt Schwierigkeiten. Wenn dich jemand fragt, sag einfach nein. Klepps vom Diplomat. Ich verstehe nicht, warum der weiß, dass die Kinder arm sind, dass die Klauen und Straßenkinder sind. Ich hätte ihnen einfach Geld geboten. Ein Zehner und dann hätten die schon was gesagt. Entschuldige. Hab doch genug Kohle. Was willst du? Ich hab nichts für dich. Keine Angst, wir tun dir nicht weh. Wir haben nur eine Frage. Worüber denn? Wir haben gehört, dass ein paar böse Menschen Kinder wie dich dazu bringen, Reisende zu bestehlen. Wir müssen wissen, wer das macht, damit sie aufhören. Ich weiß nicht wirklich was darüber, aber mein Freund, Honza, der meinte, er hat Arbeit. Was Gefährliches. Klingt verdächtig. Wir müssen ihn selbst fragen. Wo könnte dein Freund denn sein? Er ist oft bei den Zelten vor dem Markt. Danke. Das hilft uns sehr. Honza, der Dieb. Wo ist Honza? Da muss uns erstmal in Aktion sehen, wie er das große Excalibur schwingt. Da überlegt er sich's. Pfirsicher und Birnen. Rüben, Pfirsiche, Birnen, Rüben und Bohnen, das ist doch gar nicht zur selben Zeit reif. Er hat einfach alles. Na gut, wenn ein Händler ist, was sie nicht selber angepflanzt haben. Sie meinte wohl das Flüchtlingslager. Hoffentlich finden wir ihn dort. Das ist ja die Zelte. Ich bin hungrig. Ja, und ich bin pleite. Ich bin hungrig und ich bin pleite. Ha, der dumme Riese hat überhaupt nichts mitgekriegt. Dem hätten wir sogar die Stiefel von den Füßen klauen können. Genau, aber wir hätten den Pass nicht abgeben sollen. Mit so einem kämen wir vielleicht auch endlich hier raus. Das könnt ihr vergessen. Die würden uns an den Eingeweiden aufhängen, wenn sie das rauskriegen. Würden sie das? Vielleicht kannst du sie uns mal vorstellen, diese reizenden Gesellen. Oh nein, jetzt sitzen wir richtig in der Patsche. Was sollen wir machen? Lasst ihr zwei euch doch fangen. Ich bin weg. Das ist Honza bestimmt. Honza, wo willst du hin? Das ist also Honza. Jill, pass auf die beiden hier auf. Den Jill hätte noch einfrieren können. Die hätte doch einfach nur so ein Eisviertel um seine Füße zaubern müssen. Das wäre viel cooler gewesen, wenn sie so... Weit kann er nicht sein. Ich muss ihn finden, bevor er untertaucht. Ja. So. Was einst gewesen. Wir müssen jetzt Honza suchen und mit dem Schwert ein bisschen rumfuchteln, dass er sich einscheißt. Aber das machen wir in der nächsten Folge, wenn es weitergeht mit einer wundervollen Folge Final Fantasy 16. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Spaß. Tschüss.